Lilo, ich habe mal wieder das gefunden zu GIMP, kleiner Beitrag. Und zwar gibt es da ein Plugin, das heißt Registry. Nein, das hat nichts mit der Windows-Systemregistrierung zu tun. Das sind zusätzliche kleine Plugins und Tools, gefunden auf freiesmagazin.de. Link in der Videobeschreibung. Das Heal Selection Script benötigt nur eine zuvor angelegte Auswahl. Bla. Worum geht's? Es geht darum, dass man ein Bild hat. Ja, ein Bild. Ich mache das mal jetzt kurz. Ich habe da mal vorbereitet. So, da habe ich jetzt ein Foto gemacht, einfach vom Pinguin, wie das so ist. Ne? Eigentlich wollte man nur den Pinguin fotografieren und hier sind aber noch störende andere Dinge drauf. Ne? Also, man kann auf dem Tisch nebendran noch so durchgucken, da steht noch irgendein Karton, da steht noch ein Name, hier liegen noch alte Kabel rum. Gut, jetzt könnte ich natürlich den Pinguin so zuschneiden, dass man nur noch den sieht. Will ich in dem Fall vielleicht mal nicht. Ja. Ich will das Bildformat beibehalten, weil ich zum Beispiel 16:9 haben will. Außerdem will ich mir nicht viel Mühe geben. Was mache ich? Ich nehme dieses Lasso-bandfreie Auswahl, markiere jetzt einen störenden Bereich, zum Beispiel diesen dreieckigen Bereich hier oben. So, Klick. Hier entsteht jetzt so eine gestrichelte Linie um den Bereich. Also ich habe den Bereich markiert, der mich stört. So, und jetzt nehme ich den Filter und dann verbessern. Und durch dieses Plugin haben wir zusätzlich Heal Selection, also heile die Auswahl. Heilen heißt hier, such dir was drumherum in einem gewissen Abstand und füll das mal. Gut, wie viel Pixel drumherum? Ja, jetzt habe ich hier ziemlich viel drumherum, ich sag mal 20 Pixel. Könnte ich jetzt mal drumherum nehmen, Abstand von dem Ding. Und nimm eine Probe von, also der sucht sich jetzt was aus der Umgebung und füllt den Kram damit, mein Dreieck, das ich ausgewählt habe. Entweder von ganz drumherum oder nur von den Seiten meines Dreiecks oder von oben und unten. Ich sage jetzt einfach mal all around. Und die Füllorder könnte zufällig sein oder inwards towards Center, das heißt, ja, nach innen hin gerichtet Richtung Zentrum oder auswärts gerichtet Richtung Zentrum, also vom Zentrum aus, ich sag mal das. Damit spielt ihr einfach mal rum, ja, einfach mal rumspielen, einfach OK drücken. Jetzt sucht er sich drumherum, also überall drumherum, 20 Pixel Abstand, ja, Bereiche, ne, vom blauen Tisch zum Beispiel. Und geht dann Richtung Zentrum meines Füllbereichs und füllt damit auf. Das dauert jetzt einen kleinen Moment und dann ist das so. Das sieht doch gut aus. Gut, die Auswahl kann ich jetzt wieder zurücknehmen. So, jetzt zoomen wir uns mal ran und das sieht in dem Bereich gut aus. Gut, hier ist noch ein Fleck. Ne? Da war es dreckig auf meinem Tisch. Wie furchtbar. Gut, auch das Ding könnte ich damit mit dem gleichen Dingen Filter, Heal Selection nochmal anzeigen. Ich lasse das jetzt einfach mal so, wie es ist und sage OK. Und wir sehen, der Fleck ist weg. Also ich brauche nicht das Klonwerkzeug, was man normalerweise nimmt, um mir selber Mühe zu machen. Gerade bei so Bereichen, wo es gar nicht so genau drauf ankommt, ist das oftmals schneller, als wenn man da mit dem Klonwerkzeug stundenlang irgendwelche Bereiche selber kopiert. Hier habe ich mir wieder diese Ecke kopiert. Ja, hier wird es ein bisschen schwieriger. Ne? Hier hat es noch so andere Bereiche drumherum, Rundungen, Kanten, da könnte es schwieriger werden. Aber wie gesagt, wenn es schnell gehen muss, Filter, Heal Selection erneut anzeigen. Vielleicht mache ich den Bereich, wo er sich die Samples, also die Proben nimmt, hier drumherum kleiner, damit er nicht so viel von der Kante nimmt. Und mache meinetwegen zufällig und sage okay. Synthesizing, jetzt rechnet er selber, ne? Macht er selber, gut. Das scheint lange zu dauern, aber wer schon mal mit dem Klonpinsel herumgespielt hat, der weiß, das dauert, wenn man es selber macht, sehr lange. Dann würde man sich normalerweise aus irgendeinem Bereich drumherum irgendwas klonen und hier reinkopieren. Profis erreichen damit durchaus noch bessere Ergebnisse, aber wir sehen, das hat funktioniert und sieht auch schon ganz gut aus. Hier könnte ich noch ein bisschen weich zeichnen. Kommt nicht so drauf an. Das war jetzt ein ziemlich starker Bereich mit Steuerung Z. Ja, oder bearbeiten rückgängig. Kann ich das zurücknehmen?
Und ich lasse mir jetzt nochmal mit STRG-Z das nochmal zurücknehmen. Jetzt nehme ich mal einen größeren Bereich Filter nochmal anzeigen. Jetzt nehme ich mal, was passiert, wenn ich jetzt 200 genommen hätte, zufällig von überall drumherum, damit man mal die Unterschiede sieht. Ne? Vorher war das ziemlich stark blau. Jetzt nehme ich einen größeren Bereich drumherum, wo er sich die Proben nimmt, hier außen drumherum. Und das sieht dann nicht mehr ganz so scharf aus. Ne? Ja, gut. Gut, also wie gesagt, das hier könnte ich noch ein bisschen weich zeichnen, dann wäre ich damit durch. Gut, was wäre, wenn ich keine Lust habe, das selber weich zu zeichnen? Ich könnte ja natürlich auch diese Sektion dann nochmal heilen lassen. Braucht gar nicht so genau zu sein. Filter, Heal Selection, drumherum, meinetwegen, sagen wir 20 oder 10. Einfach mal ausprobieren. Synthesizing, je kleiner der Bereich, desto schneller geht es ja auch. Manchmal sind es auch irgendwelche Flecken auf dem Objektiv, irgendwelche Sonnenstrahlen oder irgendwas, was nicht so schön aussieht. Und das ist gut. So, prima. Ne? Das ist jetzt nicht einfach nur in einer Farbe blau, sondern aus allen Blautönen, die in der Nähe sind, gefüllt. Wenn man sich ganz genau ranzoomt, sieht man, das ist eine homogene Fläche, die gar nicht so auffällt. Ne? Und der Pinguin im Bild bleibt schön da. Gut, was haben wir noch? Hier ist noch mein Tisch zu Ende. Machen wir das der Vollständigkeit halber auch nochmal. Der ganze Bereich interessiert mich eigentlich gar nicht so. Der stört mich nur im Bild. Und das Bild selber will ich nicht zuschneiden. Filter. Heal Selection. Und ja, jetzt habe ich... Wie viel Platz habe ich denn hier nebendran? Also hier habe ich natürlich noch eine Menge Platz. Also kann ich ruhig ein bisschen großzügiger sein. Ich sage mal, random 100 Pixel Abstand kann er sich Proben nehmen von überall drumherum. Und soll das jetzt mal füllen damit. Es gibt natürlich auch schwierigere Bereiche. Angenommen, ich wollte jetzt diesen Schal aus dem Pinguin heraus machen, habe ich wohl mal probiert. Da wird es natürlich schwierig, weil die Proben ringsherum alle unterschiedlich sind. Der wird natürlich keinen perfekten Pinguin daraus dann basteln ohne Schal, sondern von drumherum irgendwelche Farben nehmen. Können wir aber auch mal kurz machen, damit man mal sieht, wie Heal Selection funktioniert. So, je größer der Bereich, desto länger dauert es. Und wir sehen, das ist jetzt nicht einfach nur schwarz gefüllt oder blau, das ist aus allen Farben, die in der Nähe sind und auch mit kleinen Pünktchen und so weiter, was in den Proben drin war. Wunderbar, nun steht mein Pinguin schön im Zentrum. Jetzt mache ich mal ein Beispiel, wo das vielleicht nicht ganz so gut funktioniert. Zum Beispiel, da sind die Proben drumherum so inhomogen. Da ist mal blau drum, da ist mal schwarz drumherum, da ist mal weiß drumherum und der grüne Schal soll weg vom Pinguin. Natürlich wird er keinen perfekten Pinguin daraus basteln können. Gut, aber Filter, Heal Selection nochmal anzeigen. Gut, jetzt wähle ich keinen so riesigen Bereich drumherum, sondern ich sag mal 10 Pixel drumherum. Und er soll nur von oben, ne, da wo er einen schwarzen, weißen Hals hat und unten, nehmen. In meinen Tests hat sich dann ergeben, hier ist ja oben drüber blau, da wird hier unten etwas Blaues entstehen. Werden wir aber gleich sehen. Und die Filling Order hat sich da bewiesen. Inward Toward Center, also nach innen hin gerichtet, wäre besser, ne? Damit er hier aus dem Pinguinkopf und dem Pinguinbauch Richtung innen was macht. Er nimmt nichts von den Seiten, es sei denn, es ist was drüber. Das ist ja auch noch von oben, ne? Above und below. Und dann sag ich mal, okay, da sieht man schon mal, also macht das, spart einem vielleicht schon mal ein bisschen Malarbeit. Ne? Das ist zwar kein wirklich schöner Pinguin, aber er hat schon mal einen Hals zumindest wieder. Ne? Gut, hier könnte ich mal wieder selber dann was machen. Das sieht so ein bisschen spackig aus. STRG-Z. Was passiert, wenn ich die anderen Optionen nehme? Filter, Heal Selection. Jetzt nehme ich mal auch von Above und Below, aber von außen nach innen. Dann kommt schon wieder was ganz anderes bei raus. Kann man mal kurz immer testen. Ja, so, das ist zum Beispiel ganz nett. Ne? Das ist doch schon irgendwie Pinguin-ähnlich. Ne? Gut, das Muster, das Fleckenmuster vom Pinguin ist zwar nicht perfekt, aber man hat sich zumindest, wenn es einem nicht drauf ankäme, schon mal den Schal entfernt. Ne? Also hier der Hals, schön. Ja. Stauntet, nur mal zu sehen, was der Effekt überhaupt macht. Ne? Ohne selber zu malen. Filter, Heal Selection. Und jetzt nehmen wir mal von den Seiten was. Was passiert dann?
So, wieder von außen, also Richtung außen malen, dann sieht das so aus, ne? Dann fehlt hier, ne? Der halbe Hals startet, Filter und dann Heel Selection von den Seiten, aber Richtung innen mit 10 Pixel Abstand drumherum, soll ich was hin und her kopieren, dann sieht das so aus, ja. Gut, also damit könnt ihr dann rumexperimentieren, was in dem Fall für euch am besten funktioniert. Besonders gut geht es halt bei Flecken, ne? Gut, hier könnte ich einfach schwarz drüber malen, aber schwarz ist nicht immer gleich schwarz. Und solche kleinen Fleckchen kann man damit ganz simpel Filter Heel Selection anzeigen beheben, indem ich sage, na gar nicht so viel drumherum. Ich sage jetzt mal, mir reichen 3 Pixel und von überall, ja, drumherum. Und ich könnte jetzt sagen, von oben und unten, damit er mir aus dem gelben Bereich hier nichts kopiert, dann kann ich ruhig ein bisschen größer gehen mit den Pixeln, ich sag mal, also 15. Und Richtung Zentrum soll er sich wieder vorarbeiten und dann sieht es so aus. Gut, dann hat er von alleine den Bereich geheilt. Finde ich gut. Ich hoffe, ihr habt geholfen zusammen. Danke an Freies Magazin. Da stehen noch viel, viel mehr Gimp-Tipps. Ich hänge euch den Link an. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.